Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Eine Riesenwelle, die niederwalzt, was ihr in den Weg kommt. Alles reißt sie mit, Häuser, Autos und, so steht zu befürchten, sehr viele Menschen. In Japan hat heute ein gewaltiges Erdbeben, ein Tsunami ausgelöst und ganze Landstriche verwüstet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Japaner wussten, dass ihnen ein schlimmes Erdbeben bevorstand. Es war sogar überfällig. Zumindest in der Region um Tokio, die etwa alle 70 Jahre von schweren Beben erschüttert wird. 1923, vor fast 90 Jahren also, zerstörte das letzte große Beben die Hauptstadt fast vollständig. Und als im August 2009 die Erde dort gleich viermal innerhalb einer Woche erzitterte, da dachten alle, es sei jetzt soweit. Die Erdstöße heute mit dem Epizentrum östlich der Stadt Sendai waren mit einer Magnitude von 8,9 auf der Richterskala die schwersten seit Beginn der Aufzeichnung in Japan. Sie trafen auch Tokio, doch zur Katastrophe wurden sie für die Bewohner der Küste. Florian Barth. Eine Schneise der Verwüstung hat der Tsunami hinterlassen. Die Wassermassen haben alles mitgerissen, Strommasten und Bäume umgeknickt wie Streichhölzer, Autos wie Spielzeug von der Straße gewaschen. Die Landschaft am Pazifik, eine einzige verwüstete und zerstörte Fläche. In der japanischen Präfektur Miyagi haben die Wassermassen einen kilometerbreiten Küstenstreifen überschwemmt. Wie viele Menschen ihr Leben verloren haben, wie viele noch verletzt in ihren Häusern sitzen, ist völlig unklar. Die, die überlebt haben, können nicht weg. Alle Straßen sind noch immer überschwemmt oder unbefahrbar. Diese Hochhauskamera hat den Moment um 14.46 Uhr Ortszeit festgehalten, der Beginn der Katastrophe. Zur selben Zeit unten auf der Straße. Die Erde bebt unter meinen Füßen, schreit diese Frau, während sich diese Männer gerade noch vor herunterstürzenden Teilen retten können. Amateuraufnahmen, Szenen eines Erdbebens, wie es das Land noch nie erlebt hat. Plötzlich wackeln Wände, alles zittert und bebt. Ein Büro im Regierungsgebäude der Präfektur Miyagi. Die Mitarbeiter völlig überrascht von den heftigen Erdstößen. Sie versuchen, sich unter Schreibtischen in Deckung zu bringen. Minutenlang rollen mehrere Schockwellen durch die Städte. In einem Gebäude des örtlichen Fernsehsenders fallen Bildschirme von den Regalen. Lüftungsgitter lösen sich am Flughafen von der Decke. Selbst die größten Wolkenkratzer wanken bedrohlich. Ich dachte, ich muss sterben. Es war gewaltig, sagt diese Frau. Und sie berichtet, ich war im Bahnhof, ich habe noch nie ein so starkes Erdbeben erlebt. Nach Regierungsangaben sind im Nordosten Japans rund 100 Feuer ausgebrochen. In einer Raffinerie in Chiba, nördlich von Tokio, hat es Explosionen gegeben. Viele Brände sind immer noch nicht unter Kontrolle. Kurz nach dem Beben rast ein Tsunami auf die Küste Japans zu. Die Hafenanlagen sind das Erste, was die Welle verwüstet. Die Wucht der Wassermassen ist gigantisch. Der Tsunami wirft ganze Schiffe wie Nussschalen an die Kaimauern. Die sind kein Hindernis für die Welle, die sich unaufhaltsam bis zu 1 Kilometer ins Landesinnere schiebt. Autos, Bäume, Häuser werden mitgerissen. Hier zerplatzen ganze Gewächshäuser unter der Last der Wassermassen. Durch den Schutt, den die Welle mitreißt, entwickelt der Tsunami eine noch größere Wucht und Gefahr für die Menschen. Dann rollt eine zweite Welle auf die Küste zu. Eine weitere gigantische Wasserwand schiebt sich in Richtung Land. Etwas kleiner als die erste Welle, aber fast genauso zerstörerisch und bedrohlich. Die Behörden hatten 20.000 Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Für Hunderte kam diese Warnung zu spät. Flüsse treten über die Ufer. Die Welle zerstört alles, was ihr im Weg steht. Das Wasser reißt Boote und Brücken mit und immer wieder auch Menschen. Ein großes Problem für die Rettungskräfte ist die zerstörte Infrastruktur. Selbst der Flughafen von Sendai steht unter Wasser. Die Menschen haben sich dorthin geflüchtet, wo sie sich am sichersten fühlen, möglichst weit nach oben. Sie fürchten sich vor weiteren Nachbeben und weiteren Flutwellen.
Die Menschen in Japan haben die Katastrophe noch längst nicht überstanden. Obwohl Japan jederzeit von heftigsten Erdbeben heimgesucht werden kann, setzt das rohstoffarme Land seit Jahrzehnten voll auf Atomkraft. Rund 30% des Energiebedarfs wird aus Kernkraft gewonnen. In Zukunft sollen es sogar 40% sein. Und obwohl die Anlagen erdbebensicher gebaut sind, wurden zwei von ihnen heute beschädigt. Und zwar so sehr, dass im Meiler von Fukushima die Techniker derzeit verzweifelt gegen eine drohende Kernschmelze ankämpfen. Sonja Meyer. In Japan wächst nach dem Erdbeben die Sorge um einen Atomunfall. An 14 Standorten befinden sich insgesamt 54 Reaktoren. Einige wurden nach dem Beben automatisch abgeschaltet. Doch noch immer besteht Gefahr. Es ist vor allem dieser Reaktor, den die Menschen in Japan nun fürchten. Der Reaktor Fukushima Nummer 1. Schon seit Stunden ist er ohne Strom. Die Kühlanlage läuft nur noch über Batterien. Es droht eine Überhitzung. Das wäre nach Tschernobyl bei einer echten Kernschmelze der schlimmste Fall, den wir gehabt haben. Einen vergleichbaren Fall haben wir bisher nur in TMI gehabt, in Three Mile Islands in den USA 1979, der bisher, muss man sagen, ähnlich war. Allerdings hängt es jetzt davon ab, wie erfolgreich die Notfallmaßnahmen sein werden. Entweder passiert jetzt gar nichts oder wir haben eine Kernschmelze. Der Reaktor Fukushima. Nach dem Erdbeben wurde er heruntergefahren. Doch im Innern sind die Brennstäbe noch immer glühend heiß. Und ohne richtige Kühlung können sie schmelzen. Das würde die Reaktorhülle zerstören und Radioaktivität könnte nach außen dringen. Nach Auskunft der japanischen Atomaufsichtsbehörde soll der Kühlwasserspiegel im Reaktor schon gesunken sein. Dadurch steigt der Druck. Wir können nach allen Erkenntnissen, die wir haben, praktisch ausschließen, dass es radioaktive Auswirkungen auf Deutschland gibt. Das liegt sowohl an der großen Entfernung zu Japan, als auch an den Erkenntnissen über die aktuelle Wetterlage. In Japan wären die Auswirkungen katastrophal. Zur Sicherheit wurden rund um den Reaktor alle Häuser evakuiert. In einem Umkreis von 3 Kilometern. 6000 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Ein Regierungssprecher versucht, die Bürger zu beruhigen. Diese Evakuierung ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Im Moment tritt keine Radioaktivität aus. Außerdem gibt es keine Gefahr für die Umwelt. Wenig später muss er seine Einschätzung korrigieren. Nun wollen die Behörden kontrolliert radioaktive Dämpfe ablassen, um den Druck im Innern zu verringern. Da die Menge sehr klein sei, bestehe für Menschen keine Gefahr, heißt es. Noch nicht. Philipp Abrisch in Tokio. Wie besorgniserregend ist die Lage am Atomkraftwerk in Fukushima? Ja, das ist tatsächlich im Moment ein Wettlauf gegen die Zeit. Es droht weiterhin diese Kernschmelze. Man hat in den vergangenen Stunden versucht, den Druck im Innern des Reaktors etwas abzulassen, den Dampf abzulassen. Das hat aber offenbar nicht geklappt, denn auch hier gibt es ein Problem mit dem Strom, das Ventil, was sich öffnen soll, um diesen Dampf an die Luft zu bringen, auch das funktioniert nur mit diesen Batterien und es gibt keinen Strom mehr. Also das ist in der Tat eine sehr besorgniserregende Situation im Moment. Man hat diesen Sperrkreis, der bisher 3 Kilometer um das Kraftwerk herum war, auf 10 Kilometer ausgeweitet. In diesem Umkreis werden nun alle Menschen evakuiert und es hat erste Messungen gegeben, wonach die Radioaktivität um das 8-fache des Normalwertes am Eingang des Kernkraftwerkes aufgetreten ist. Die Regierung hat den atomaren Notfall ausgerufen. Man stellt sich also auf das Schlimmste ein? Ja, das hat vor allem organisatorische Gründe. Es ist ein Sonderstab zusammengetreten unter Führung des Premierministers. Er kann nun sozusagen durch die gesamte Befehlskette hindurchgreifen. Man erhofft sich dadurch einfach sehr viel schnellere Entscheidungen. Den ganzen Tag über gab es Nachbeben, am Abend sogar noch einmal eine Tsunami-Warnung. Was steht Japan noch bevor? Es gibt ja diese Beben in aller Regelmäßigkeit. In der Regel sind das etwa jeden Monat ein Erdbeben. Nun erleben wir diese Nachbeben beinahe alle 10 Minuten. Und sie rücken vom Norden weiter Richtung Süden. Die Epizentren
liegen immer weiter an der Hauptstadt, Tokio. Und viele glauben, viele Experten auch glauben, dass das sozusagen die Ouvertüre für ein weiteres großes Erdbeben und mit einer folgenden Tsunamiwelle dann sein wird. Japan wähnte sich immer so gut gerüstet gegen die Erdbebengefahr. Es ist ein hochentwickeltes, ein reiches Land. Was meinen Sie, was wird dieser Tag in der Psyche der Nation anrichten? Ja, man hat sich immer für sicher gehalten vor solcherlei Katastrophen. Der Tag hat bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, nachdem der erste Schock jetzt über diese Katastrophe verstrichen ist, kommt die Trauer und es kommt auch die Verzweiflung. Noch immer werden mindestens 700 Menschen in den Trümmern vermisst. Ich denke, das wird ein Trauma sein, mit dem Japan noch lange zu kämpfen hat. Philipp Abrisch, vielen Dank nach Tokio. Erinnerungen an die Katastrophe vom Dezember 2004 wurden heute bei vielen wach. Damals starben mindestens 231.000 Menschen in 8 asiatischen Ländern. Auch heute wurde für weite Teile des Pazifikraumes eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Das japanische Wort für große Welle oder Hafenwelle kennen viele Menschen erst seit der Katastrophe von Weihnachten 2004. Wie eine solche Welle entsteht, dazu jetzt Andreas König. Die Skala des Geophons des Potsdamer Geoforschungszentrums ist auf so einen Ausschlag gar nicht ausgerichtet gewesen. Ein Beben der Stärke 8,9, so etwas kommt höchstens alle 20 bis 30 Jahre vor. Die Seismologen hier versuchen jetzt, die genaue Ursache zu ermitteln. Klar ist, dass das Beben etwas mit dem sogenannten Pazifischen Feuerring zu tun hat, an dem auch Japan liegt. Ein Vulkangürtel, der fast den gesamten Pazifik umschließt. Hier stoßen mehrere Kontinentalplatten auf ozeanische Platten. So schiebt sich bei Japan die pazifische unter die eurasische Platte 8 cm pro Jahr. Dabei sind die Spannungen so groß geworden, dass es zum Beben und dem Tsunami gekommen ist. Was da passiert ist, dass sich bei diesem Abtauchen die japanische Platte mit nach unten gezogen wurde und jetzt wahrscheinlich mehrere Meter, wir wissen es noch nicht genau, nach oben geschnalzt ist. Und bei diesem nach oben Schnalzen und Schnellen diese Flutwelle produziert hat, die dann auf Japan gelaufen ist. Diese Flutwelle, der Tsunami, entsteht nach solch einem unterirdischen Beben, etwa ab der Stärke 7,7. Auf dem Meer ist sie kaum höher als 2 Meter und breitet sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Die Wellen können sich bis auf 35 Meter Höhe auftürmen, wenn sie dann auf die Küsten treffen. Der Tsunami ist das eine, das andere Problem sind die zahlreichen Nachbeben, die die Seismologen in der Region registriert haben und die weiter für Gefahr sorgen können. Das wird sicher noch 1-2 Wochen gehen, bis diese Aktivität mit diesen großen Beben, also Magnitude 6,5 oder größer, abgeklungen ist. Eins ist für die Geoforscher in Potsdam schon jetzt klar, das Beben in Japan wird das Erdbebenrisiko in der Region in 1000 Kilometern Umkreis erhöhen. Obwohl Japan sehr gut auf solche Katastrophenfälle vorbereitet ist, benötigt das Land die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Es bat deshalb die Europäische Union heute offiziell um Hilfe, woraufhin die EU-Kommission den sogenannten Zivilschutzmechanismus in Gang setzte, mit dem sie Hilfsleistungen der europäischen Länder koordiniert. Deutschland schickt nun unter anderem Teams des Technischen Hilfswerks nach Japan. Aber auch die Vereinten Nationen und die USA bieten jede erdenkliche Hilfe an, wie UN-Generalsekretär Ban Ki-moon heute sagte. Thorsten Beermann. Kisten packen fürs Katastrophengebiet. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisation ISA aus Duisburg bereiten sich auf den Einsatz vor. 30.000 Menschen können sie mit ihren Medikamenten einen Monat lang versorgen. Mit ihrem schweren Gerät graben sie nach Verschütteten. Pakistan, Indonesien, Haiti. Bei fast allen Erdbebenkatastrophen der vergangenen Jahre waren ISA-Mitarbeiter zur Stelle. Die Organisation ist auf die Hilfe bei Naturkatastrophen spezialisiert. Das ist eine Betonkettensäge. Die ist also im Grunde genauso aufgebaut wie eine Holzkettensäge, nur dass sie halt mehr Kraft hat, ein anderes Blatt und eine andere Kette hat, um sich halt durch Beton und Mauerwerk zu sägen. Koordiniert wird der Einsatz von ISA im Lagezentrum in Moers. Ein Vorausteam ist schon unterwegs. 40 Helfer und 6 Spürhunde stehen in den Startlöchern und könnten morgen früh nachreisen, sobald Japan offiziell ihre Hilfe anfordert. Noch ist zwar unklar, wo und wie sie helfen könnten, aber alle wissen, dass der Einsatz außergewöhnlich schwierig würde. Ja, natürlich, ein 8,9er Erdbeben ist nicht alltäglich. Und wir wissen, was in Haiti bei 7,2 passiert ist. Also können wir uns jetzt auch ausrechnen, was in Japan noch alles kaputt ist. Natürlich sind die da von den Bauweisen viel besser.
Die haben sehr viel Gebäude dann eben erdbebensicher gebaut, aber die Zerstörungsbilder, die werden uns noch alle erreichen. Auch viele Staaten haben ihre Hilfe angeboten, kaum dass die ersten Bilder über die Fernsehsender liefen. Nach UN-Angaben stehen 68 Suchmannschaften aus 45 Ländern bereit. Generalsekretär Ban Ki-moon hatte schon früh internationale Hilfe angeboten. Die Vereinten Nationen stehen den Menschen in Japan bei. Wir werden alles tun, was wir können, um in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Doch die japanische Regierung zögerte lange. Erst am Abend teilten die UN mit, dass Japan internationale Hilfe angefordert habe, in geringem Umfang. Aus Deutschland wird morgen Mittag ein Team des Technischen Hilfswerks aufbrechen. Wir haben Experten vom THW bereits nach Japan geschickt und Deutschland wird alles dafür tun, nicht nur in den nächsten Tagen, sondern sicherlich auch längerfristig am Wiederaufbau mitzuarbeiten. Für die Mitarbeiter von ISA in Duisburg heißt es dagegen weiter, warten auf den Einsatz und hoffen, dass sie den Menschen in Japan möglichst bald helfen können. Soweit diese Tagesthemen extra. Über die weiteren Entwicklungen, auch im Hinblick auf die Lage im Atomkraftwerk Fukushima, informieren wir Sie noch einmal ausführlich gegen 0:15 Uhr in unserer regulären Ausgabe. Bis dahin, auf Wiedersehen.